Chihuahua, meine Freunde, schön, dass ihr wieder da seid. Und heute habe ich wieder einen wunderschönen Vlog für euch. Und zwar war ich am Wochenende in München und bin direkt, um dorthin zu kommen, diesmal mit dem Zug gefahren. Also bin ich direkt mit meinem Auto zum nächsten Bahnhof gefahren und von dort aus mit dem Bayern-Ticket Richtung München. Die Fahrt ging so ungefähr 3,5 Stunden. Ich habe die Zeit richtig genutzt und habe Stranger Things Staffel 1 endlich mal zu Ende geschaut. Und diese Serie ist ja mal so awesome und ich freue mich schon auf die zweite. Was haltet ihr von der Serie? Natürlich hätte ich in der Zeit auch Videos schneiden können mit meinem neuen MacBook, den ich mir extra gekauft habe fürs Videoschneiden unterwegs, falls ich mal so eine Reise habe. Aber irgendwie traue ich mich noch nicht so wirklich an das Apple-Programm ran, also beziehungsweise an das Betriebssystem. Aber ich werde diese Angst wie alles andere auch überwinden müssen. Und dann kann ich auch überall in Deutschland meine Videos schneiden, weil das wird früher oder später passieren. Die Fahrt an sich war sehr entspannt und es gab keine Komplikationen zu den Ganzen, also dass man irgendwelche Verspätungen hatte oder Anschlüsse nicht verpasst hatte. Es war alles total gechillt. Ich habe gemerkt durch mehreres Umsetzen, dass ich komischerweise auf der linken Seite besser sitze als auf der rechten, also wenn ich mich links anlehnen kann. Fragt mich nicht warum, aber hey, ich habe es beobachtet und ihr müsst es wissen. Was ich halt ziemlich heftig fand, war, dass man mittags einsteigt in den Zug und nach 3,5 Stunden kommt man in München an und es ist einfach mal direkt dunkel. In München angekommen hat man erstmal gesehen, dass der Bahnhof richtig schön geschmückt ist, das sah richtig gut aus und dann bin ich direkt hingetigert zum Tube Munich. Jetzt aber die Frage, was ist meine Intention gewesen, überhaupt aufs Tube Munich zu gehen? Also erstmal zur Erklärung für einige, die es nicht wirklich wissen. Das Tube Munich ist ein Event vom Kaffee-Netzwerk gesponsert und dort geht es darum, YouTubern die Möglichkeit zu geben, sich zu connecten. Es werden immer Gäste eingeladen, wie größere YouTuber, an die man normalerweise nicht rankommen würde. Oder Netzwerkmanager oder Adobe-Trainer war schon mal da. Also es ist alles gegeben. Es gibt immer Seminare, in denen man sehr viel Input bekommen kann, wenn man sich für die Sache interessiert und vor allem, wenn man mal größere Gäste dabei hat. Da war ja schon Glengarn Haider, SpaceFrogs etc. Hat man auch mal die Möglichkeit, mit denen danach in Ruhe zu reden. Also es ist so aufgebaut, dass als erstes ein freies Treffen ist, wo es Frage und Antwort gibt und jeder kann dort teilnehmen. Dann müssen alle Gäste raus und um 17 Uhr meistens rum dürfen dann die Creator nochmal rein, die dann angemeldet sind und die Kriterien erfüllen, dass man dort sein darf. Das ist nicht sehr viel, also ich würde an eurer Stelle mal drüber nachdenken, ob ihr das mal nicht machen wollt, falls ihr jetzt selber YouTube macht. Und dann gibt es eben Seminare von, wie zum Beispiel diesmal Melissa und Flo von Breeding Unicorns. Diese haben unter anderem vom KYI-Festival geredet, also beziehungsweise geht um Eventmanagement oder wie baue ich ein Event auf, was muss ich beachten, wo kein Mensch dran denkt. Genauso wie das Projektmanagement an sich, das bedeutet zum Beispiel zu ihrem neuen Buch, wie wird das gemacht von der Idee bis zum fertigen Produkt. Und das war auch sau interessant. Und jetzt kommt das Beste. Nach dem Seminar kann man sich noch frei connecten, sich dort aufhalten, miteinander essen gehen oder halt dort vor Ort quatschen und kann auch mal Leute ansprechen, die man normalerweise so nicht zu fassen bekommt. Weil wie zum Beispiel auf einem Event wie Video Days hast du keine Möglichkeit, mit jemandem so zu reden und mal sich so zu connecten. Auch untereinander, ich habe sehr, sehr viele Freunde und YouTube-Kollegen dort kennengelernt und ich bin sehr dankbar dafür. Deswegen ein großes Danke an Kaffee-Netzwerk, dass das dort veranstaltet wird. Und ich danke wirklich, dass wir daran teilhaben dürfen. Jetzt aber zurück zum Vlog. Nach dem Event haben sich Melissa und Flo direkt auch bereit erklärt zu erzählen, wie fanden sie denn das Seminar überhaupt und hier ein paar Worte von den beiden. Vielen Dank für das Video. So, wir sind jetzt fertig mit dem Event und ich habe hier den Flo, die Melissa. Hi! Und ihr habt einen wunderschönen Beitrag heute dazu beigetragen. Vielen Dank dafür. Wie fandet ihr es heute? Sehr gut. Ja, mega nice. Ich war sehr überrascht davon, wie krass technisch alle ausgerüstet sind hier und wie krass das Ding hier überhaupt ist. Das ist wie der YouTube-Space, aber irgendwie ohne YouTube. Bayerisch. Genau. Aber halt irgendwie, ja, nicht von YouTube gemacht. Das war schon beeindruckend und auch, was für lustige Fragen kamen. Es kam wirklich, gerade am Anfang war so sehr viel Nerd-Talk, das hat mir sehr gut gefallen. Und dass alle so motiviert sind und von sehr weit weg hierher kommen. Ja genau, die Leute sind teilweise wirklich stundenlang gefahren, um hier unsere Panels sich anzuhören und ich finde das eine total coole Sache, dass hier so eine Plattform geboten wird für Jugendliche aller Couleur, um hier einfach zu schauen, was geht, was kann man erfahren, auch für sich selbst. Und wir hatten auch im Nachhinein dann, als wir unsere Panels gehalten haben, regen Austausch mit den Leuten hier und die sind wirklich sehr interessiert. Und ich finde, das ist schon ein ziemlicher Unterschied zu Berlin, so, wo alles immer so ein bisschen sehr hektisch ist so, ja, und alles immer so kurz gebunden, cool. So, da geht man vielleicht lieber weg, statt irgendwie Fragen zu stellen und sehr open-minded so. Also ganz im Gegensatz zu dem Ruf, die Gegend hier hatte, von wegen Stock im Arsch und so, finde ich
überhaupt nicht. Bin ich überhaupt nicht. Es sind total offene, freundliche, coole Leute hier. Ja. Vielen Dank für euer Feedback. Sehr gerne. Und schaut doch bei Ihnen vorbei. Dankeschön. Weil die brauchen auf jeden Fall meine Abonnenten. Meine drei Abonnenten braucht ihr. Ne? Hä? Drei klar. Abonnenten, die schauen, sind mehr wert als 200, die nicht schauen. Genau. Drei haben oder nicht haben. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank für eure lieben Worte und danke nochmal, dass ihr euch die Zeit genommen habt, meine lieben Zuckerschnitten. Und ich sage auch nochmal vielen Dank für das KBI-Festival. Ich war zwar nicht dort, aber mir ist schon wirklich eine Träne im Auge runtergelaufen, als ich es bei Hazel auf dem Kanal gesehen habe, wie sie dort war und ich so gedacht habe, wer macht denn so ein geiles Event? Und auf einmal hocken sie vor mir und ich wusste gar nicht, dass sie es organisiert hatten und ich so, wow, geil! Sugoi! So, jetzt war die Problematik, jetzt habe ich noch schnell dieses Video reingequetscht und ich musste 5 Minuten später am Bahnhof sein, weil mein Zug zurückging, weil ich noch auf einer anderen Weihnachtsfeier eingeladen war. Also hat sich Momo, der Mitarbeiter beim Kaffee-Netzwerk ist, lieber nicht, dazu bereit erklärt, 007-mäßig da direkt durchzudriven mit seinem Auto und hat mich so direkt im Tokyo Drift Style am Bahnhof rausgeschmissen. Ich bin rausgerollt und direkt aufs Gleis und in den Zug rein. Das war jetzt leicht übertrieben, okay? Und dann bin ich wieder zurückgefahren. Das Lustige beim Zurückfahren war, dieser Zug war aller Japan-U-Bahn-Stationen vollgestellt bis oben hin mit Menschen. Also es war extrem voll und wir waren wirklich so alle vor der Toilette gekaut und waren alle so gestanden. Und das war ziemlich hardcore, aber die Menschen, die dort waren, waren echt super drauf. Und das hat mir die Zeit auch wieder verschönert, denn man hat super Gespräche gehabt und es war eigentlich echt lustig. Die waren alle super nett und wir haben da viel gelacht. Und irgendwann wurde auch mal ein Platz frei und man konnte sich dann hinsetzen. Als ich dann wirklich am Ende angekommen bin, bin ich direkt mit meinem Auto weiter gedüst in die nächste Stadt. Und nachdem ich angekommen bin, bin ich direkt mit dem Auto weiter gedrived und zwar zu einer Weihnachtsfeier. Hey Leute, der wohl nächste Vlog mit der großen Kamera, die ich bis jetzt gemacht habe. So, ich bin jetzt über 4 Stunden von München wieder zurückgefahren. Gehe jetzt auf die Fightsport Picknitz Weihnachtsfeier, weil da habe ich ein gutes Video gesponsert. Kleiner Ausschnitt seht ihr hier. I am not one to give second chances. You only got one life, take advantage. No, I will not sit by, I demand it. You cannot stop my drive, I command it. Das sehen wir aber nochmal demnächst in einem separaten Vlog, das ganze Video. Ich muss erstmal noch ein paar andere Vlogs jetzt in nächster Zeit aufarbeiten. Jetzt gehe ich auf jeden Fall mal rein zu den Jungs. Jetzt ist es 0:06 Uhr. Mal gucken, wie lange das noch geht. Und yeah. War auf jeden Fall ein geiler Tag bis jetzt und Action, 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 Jackson. Da würde ich durch halb Deutschland hier rumcruisen und von einem Event zum anderen gehen. Geiles Leben, was los? Und ja, vielen, vielen Dank, dass ich eingeladen wurde auf die Weihnachtsfeier. Ganz, ganz großes Danke, dass ihr mich so herzlich aufgenommen habt dort und dass ich generell dabei sein durfte. Ich fand es echt toll und ich liebe solche offenen Menschen, die einen da wirklich einladen und ich weiß das wirklich zu schätzen. Vielen Dank dafür und ja, dann bin ich heim und hab geschlafen. So, das war mein Tag auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Er war diesmal etwas unstrukturiert, da ich nur die große Kamera dabei hatte und nicht die GoPro. Das nächste Mal bin ich da etwas besser dran, denn dann nehme ich dann auch mal wirklich die kleine Kamera mit. Dann ist man etwas flexibler, weil ich hatte wirklich die Problematik. Ich war im Zug gehockt und immer so die Kamera raus. Okay, alles klar, jetzt film ich erstmal. Und die Leute haben alle so geschaut, was ist mit dem los, ey? Vergesst doch bitte nicht, Breeding Unicorns zu abonnieren und auch das Kaffee-Netzwerk mal in die Veranstaltungen reinzuschauen. Das steht alles unten in der Infobox, genauso wie mein Instagram. Und da solltet ihr auch mal drauf schauen, weil dann mache ich nämlich auch mal was. Ich hab da ein richtig geiles Projekt am Stissel. Ansonsten, Sayonara!